Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Selbstverteidigungsschirm.de hat mich kontaktiert und mich darum gebeten, ihr Produkt vorzustellen. Das mache ich doch sehr gern. Und zwar handelt es sich hierbei um einen, ja, wie der Name schon sagt, Selbstverteidigungsschirm, den man so gut wie gar nicht kaputt bekommt. Ob das stimmt, zeige ich im Laufe dieses Videos. Ja, wer ungefähr 100 Euro übrig hat und Wert auf seine Sicherheit legt, denkt sich ja darüber nach, sich so etwas zu erwerben. Ist er sein Geld wert? Nun, das werden wir sehen. Ich denke schon, auf jeden Fall. Es ist ein Regenschirm. Es ist ein sehr hochwertiger Regenschirm. Und man kann damit definitiv einen Angreifer in die Flucht schlagen. Dies wurde nochmal ausführlich in einem der Vorführvideos auf der Website erledigt. Link zu dem Video in der Beschreibung. Zum Thema Selbstverteidigung an sich äußere ich mich jetzt in diesem Video nicht. Das haben die Jungs da schon wirklich gut präsentiert. Ich teste das Ding einfach auf Herz und Nieren und zeige, was es kann. Viel Spaß mit dem Video. So, jetzt habe ich den Schirm mal hier liegen und vergleiche ihn erstmal kurz mit einem normalen Regenschirm. Augenscheinlich unterscheiden die beiden sich ja nicht wirklich sehr. Hier hat man noch diese, ja, sehr markante Hülle, die aber wirklich praktisch ist, auch mit dem Tragegurt, werdet ihr dann gleich nochmal im Praxistest sehen. Ja, dieser Schirm ist wirklich äußerst schlank, liegt ja auch daran, dass er neu ist, da ist alles frisch, hier ist schon ein bisschen ausgefranst. Mir gefällt ehrlich gesagt diese Version sehr gut, wegen dem Knauf. Das Ganze kann rollen und ist halt im Ganzen eleganter. Naja, für die Leute, die diesen Griff bevorzugen, gibt es ja auch das passende, auch wenn es etwas mehr kostet. Aber das ist dann sicherlich wert. Ja, der Knopf ist an derselben Stelle. Hier merkt man Plastik. Hier ist Metall da. Das kann man viel schwerer biegen. Auf jeden Fall. Hört man? Da bewegt sich wirklich kaum was. Das Ding schließt sehr bündig ab. Ist alles sehr schlank. Hier ist es jetzt nicht so fest gewickelt. Aber das ist schon etwas dickerer Stoff, etwas hochwertiger auf jeden Fall, hat er auch seinen Preis. Den größten Unterschied sehen wir sicherlich an der Spitze. Hier Gummi bzw. Plastik und dann eine Gummispitze, hier Metall und eine Edelstahlspitze. Das ist schon ein sehr großer Unterschied. Was ich hier gut finde, die ist relativ stumpf. Damit kann man Schmerzen verursachen in einer Notsituation, aber nicht in Fleisch oder Körperteile eindringen. Selbstverständlich sollte man damit nicht auf den Kopf einstechen. Ja, sonst wirkt der Schirm sehr hochwertig. Lass mal diesen beiseite, der ist auch nicht schlecht, aber um den geht es jetzt hier nicht. Der Knauf ist wirklich aus Holz, also wirklich sehr schönem Holz. Sehr angenehm anzufassen, kann man gut in der Hand haben. Und wenn es drauf ankommt, ist das sehr unangenehm, das auf dem Rücken zu bekommen oder auf dem Oberschenkel. Wie gesagt, nicht auf den Kopf einschlagen hier entsteht. Auch bei einem Räuber, einem Dieb oder jemandem, der jemanden angreift, eine wirklich starke Platzwunde. Und da kann was passieren, was man nicht im Griff hat. Wirklich nie auf den Kopf einschlagen, egal wie erschrocken man ist. Ja, sowas ist wichtig. Dann haben wir hier jetzt Plastik, aber gute Plastik auf jeden Fall, nach diesem Ring. Das sieht aus wie Aluminium, der das Ganze hier einfasst. Und dann den Druckknopf. Ja. Öffnen wir das Ganze mal hier. Druckknopf, der schön funktioniert, von YKK, also YKK. Auf jeden Fall wurden hier nur Markenkomponenten verwendet. Ja, dann sieht das Ganze so aus. Und wird so geöffnet. Dann sieht der Schirm im Ganzen so aus. So die Spitze. Ist sehr schön steif. Und wenn ich hier ein bisschen ziehe, der wird sich auch bei einem sehr starken Wind nicht nach oben wölben. Ja, dann schauen wir uns mal näher die Bestandteile hier an. Ich bin kein Schirmkenner, kein Schirmexperte. Aber wenn ich mir das so ansehe, die Verbindungsteile hier sind aus Plastik, die hier sind aus dickem Metall. Das ist äußerst robust. Also hier ist auch richtig Spannung drauf, das merkt man. Das Ganze kann sich ein bisschen bewegen. Ja, und die Feder ist wirklich ziemlich stark.
Also das Ganze sieht auch wirklich nicht schlecht aus. Könnte sicherlich immer noch ein bisschen massiver sein, aber es geht hier im Großen und Ganzen um den Mittelstab. Denn der hier muss das Ganze aushalten. Und was er dann aushält, also wirklich aushält, das werden wir dann gleich mal testen. Wie viel der Schirm, also dieser Teil des Schirms hier aushält, werden wir dann auch feststellen. Ja, im ersten Eindruck, beziehungsweise ja, diesem Überblick, sieht das Ganze wirklich sehr schön aus und der ist auch groß. Also er ist wirklich groß. Werdet ihr dann gleich nochmal sehen, wenn ich ihn aufspanne und über mich halte. Hier steht nochmal also im Schildchen Selbstverteidigungsschirm.com, designed by Gerhard Spannbauer. 100% Nylon. Und ja, in Hongkong wurde er hergestellt. Okay. Der Schirm ist wirklich edel. Hört euch das Geräusch mal an. Das klingt schon schön irgendwie. Dann nimmt man ihn, faltet ihn ein, so eng wie möglich. Druckknopf zu. Sieht doch ganz gut aus so. Also das ist. Der ist richtig schwer auf jeden Fall. Also der, ja, wird dann noch ins Gewicht fallen, nach einer Weile tragen. Aber naja, das ist es wert, würde ich jetzt mal sagen. Aber wenn man ihn die ganze Zeit so tragen muss, also da braucht man schon ein bisschen Unterarme. Für, naja, eine Frau ist es vielleicht dann nicht so angenehm nach einer Weile. Das würde ich jetzt als einzigen Nachteil neben dem Preis ankreiden. Dann gleitet er aber wie ein Samurai-Schwert in seine Scheide. Wunderschön und kann selbstverständlich mit diesem ja, Tragegurt auch getragen werden. Der Tragegurt wurde ja nicht ohne Grund angebracht, weil der Schirm eben ein ziemlich hohes Gewicht hat. Naja, schauen wir uns mal an, wie das Ganze in der Praxis aussieht. Uiuiui, was sehe ich denn da? Ist das etwa eine Regenwolke? Da mache ich mich doch besser auf etwas gefasst. Oh yeah. So, ich habe mir jetzt zum Testen Incognito Spastico hinzugezogen. Sein Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. So, jetzt teste ich erstmal, ja, wie der Schirm eigentlich Regen abweist, beziehungsweise in diesem Fall Milch. Hier sieht man es dann besser. Naja, weist der gut die Feuchtigkeit ab? Ja. Wirklich? Hm, naja. Doch. Naja, eigentlich nicht. Na, ich bin nicht nass. Ja, das stimmt, das ist die Hauptsache. Okay, ja. Kommen wir zum Härtetest. Ja, jetzt testen wir mal, was der Schirm aushält. Jetzt liegt er auf zwei Bänken. Kannst draufsteigen, Bruder. So muss das. So, nur mal als Referenzwert ein normaler Schirm. Oh je, Mini. Naja, da kommt gerade jemand in das Gebäude, das. Ach so. Ja. Aber jedenfalls sehen wir, der Schirm ist nicht mehr einsatzfähig, oder? Das ist richtig. Also, ich werde jetzt nass, wenn es anfängt zu regnen. Und das ist sehr unschön. Selbst verteidigen kannst du dich in einer Notsituation auch nicht mehr, oder? Darüber lässt sich diskutieren. Ja. Die totale Zerstörung. Der Schirm an sich, also die Stoffbespannung, hat aufgegeben. Jetzt schauen wir mal, was der innere Stock, also der Metallstock, wirklich aushält. Ja.
Da biegt sich nichts, da bricht nichts. Das Ding geht nicht kaputt. Ich bin nicht in der Macht, dieses Gestell zu zerbrechen. Der Schirm ist massiv und äußerst wertvoll. Kauft es über Max Herzbergs Links. Dafür stehe ich mit meinem Namen Incognito Spastico. Danke Ihnen für die Kooperation. Als Speer ist dieses Gefährt gut zu eignen. Ja Gott, völlig ein dünnes Gequatsch.